Jo Leute, willkommen zu diesem Video und heute in diesem Video geht es mal um neue Gratis-Skins in Fortnite und ich wünsche euch viel Spaß damit. Let's go! Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No. She messed with the temperature. Bevor wir jetzt aber mit dem eigentlichen Thema des Videos anfangen, ich habe zurzeit noch ein V-Bucks-Gewinnspiel auf meinem Kanal, wo ich unglaubliche 60.000 V-Bucks an euch verlose. Dafür solltet ihr einfach mal das Video liken, den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren und den Kanal einfach mal mit all euren Freunden teilen. Das ganze Gewinnspiel wird nämlich aufgelöst, wenn ich meine 20.000 Abonnenten hier auf YouTube geknackt habe und ich wünsche euch allen viel Glück. Aber ich erzähle schon wieder viel zu viel rum, fangen wir jetzt einfach mal an mit dem eigentlichen Thema des Videos. Und zwar soll es in diesem Video, wie schon gesagt, um neue Gratis-Skins in Fortnite gehen. Ich habe mir nämlich gedacht, ich mache einfach mal ein Video zu diesem Thema, weil es, denke ich mal, auch viel interessiert. Aber ich möchte auch gesagt haben, dass das einfach nur eine Theorie und meine Meinung ist und von Epic Games selber noch nichts bestätigt wurde. Aber ich denke, dass es den einen oder anderen interessieren wird und deswegen mache ich dieses Video hier. Und zwar kam ja vor langer, langer Zeit der erste Gratis-Skin in Fortnite raus und das war ja der sogenannte Blaukopf und den konnte man nur mit einem PS Plus Abo auf der PS4 runterladen. Ich habe mich auf jeden Fall richtig auf diesen Skin gefreut, weil dies mein allererster Skin in Fortnite war. Ich hatte nämlich keinen Season 2 Battle Pass und deswegen, Leute, habe ich mich mega auf den Blaukopf gefreut, weil das, wie gesagt, der erste Skin war, den ich jemals besessen hatte. Und der Blaukopf ist sowas wie eine kleine Legende in Fortnite. Einfach jeder kennt ihn und ich finde ihn persönlich auch mega cool. Schreibt auf jeden Fall mal alle Hashtag Blaukopf unten in die Kommentare. Aber machen wir jetzt mal weiter. Erst kam der Blaukopf und dann kurz Zeit später ein Twitch Prime Pack, mit dem wir zwei neue Skins mit ins Spiel bekommen haben. Und da gab es ja auch einen kleinen Trick, wie wir diese beiden Skins ganz einfach kostenlos bekommen haben. Und zwar mussten wir nämlich Amazon Prime für 30 Tage testen. Dann konnten wir das Ganze mit Twitch Prime ganz easy verbinden und damit diese Skins halt bekommen. Und ich finde diese beiden Skins auch mega cool und es macht auch mega Spaß, mit denen zu spielen. Außerdem passt der Rucksack vom Havoc zu richtig vielen Skins und deswegen ist es auch sehr nützlich. Doch diese beiden Skins sind ja eigentlich keine richtigen Gratis-Skins. Der einzige Gratis-Skin in Fortnite ist der Blaukopf und der ist auch schon sehr lange draußen. Deshalb fragen sich viele, warum es in der letzten Zeit keine Gratis-Skins gab und ob es das überhaupt noch geben wird. Aber Leute, ich habe ein Bild gefunden und das blende ich euch jetzt einfach mal ein. Auf diesem Bild sehen wir zwei Skins. Einmal einen männlichen Skin und dann noch einen weiblichen. Ich persönlich finde diese beiden Skins mega cool und könnte mir auch vorstellen, dass wir die bald gratis mit ins Spiel bekommen. Aber ich denke, dass jede Plattform diese Skins bekommen wird, weil der Blaukopf, der war ja nur für die PlayStation-Spieler. Da musste man ja PS Plus haben und das geht halt nur für die PlayStation-Spieler. Und deswegen konnten auch nur PlayStation-Spieler das runterladen. Aber ich bin der Meinung, dass diese beiden neuen Skins, wenn sie rauskommen, für alle Plattformen, die es gibt, gratis sein werden. Schreibt mir mal eure Meinung zu diesem Thema unten in die Kommentare, dann können wir darüber mal diskutieren. Mich würde auch einfach mal interessieren, was ihr zu diesem Thema sagt. Aber ich würde mich mega über diese Skins freuen, weil ich finde, dass sie mega cool aussehen. Aber jetzt bin ich erstmal raus, wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Haut rein und ciao Leute!